Wir wollen heute aus einer Kartoffel einen Stempel machen. Und zwar schneiden wir da ein Herz raus. Da können wir zum Beispiel dieses vom Plätzchenbacken dort einstechen. Dann haben wir schon mal die Form. So. Und schneiden dann, also müsste eine große Kartoffel sein, die Seiten ab. Kann man natürlich dann auch andere Muster nehmen. Ich habe jetzt das Herzchen genommen für Valentin, für Valentinstag. Ich möchte nämlich eine Karte mit Herzchen bedrucken und verschenken. So, habt ihr zum Beispiel das Herzchen. Da schneiden wir die erste Haut auch ab. Dann müsste das eigentlich weit ein bisschen gerade geschnitten werden, damit man damit besser drucken kann. So, wir versuchen gleich mal. Wir nehmen ein Blatt Papier oder ich habe etwas dickeres Papier genommen für die Karte. Kleiner schneiden. Einmal geknickt. So, dann haben wir eine Karte. Knicken wir nochmal. Und bedrucken dann die erste Seite von der Karte. Drücken wir nochmal mit diesem runter und dann mal die Karte schön zum Aufklappen. Das wäre hier die Karte. Hier könnte man noch drauf schreiben Happy Valentinstag. Und dann nehmen wir die Kartoffel. Ich habe eine Tusche, ein bisschen Wasser. Ich werde die Kartoffel jetzt mit der Tusche rote Farbe bemalen. Und dann damit bedrucken. Schön viel. Und Kartoffel kann man auch für Textilfarbe nehmen, T-Shirts mit bedrucken. Wir bedrucken heute unsere Valentinskarte. Machen wir eins in die Mitte. Schon zu wenig Farbe genommen. Versuchen die Spitze nochmal fester zu drücken. Noch ein bisschen mehr Farbe
und drauf. Also die Kartoffel muss natürlich sehr gerade geschnitten sein. Dann geht es einfacher. Hier haben wir ein Herzchen auf der Karte gedruckt. Man kann natürlich auch mehrere noch drauf machen. Eine kleinere ausschneiden und dann nochmal hier an den Seiten Herzchen machen. Das wäre eine Idee zum Kunst.